Woche 6, Tag 7. Ich war gerade laufen und bin jetzt wieder vor der Trainingshalle. Hier sieht man es da. Der Eingang ist da drüben. Da nach hinten, genau. Wo gleich mein FFA-Training stattfindet. Ich war jetzt laufen. Ja, gemütlich ein Stündchen laufen. Was man jetzt merkt beim Dunkellaufen ist, wenn es vorher geregnet hat, denn dann sind die Wege alle dunkler und der Boden ist dunkler. Dadurch brauche ich tatsächlich die Stirnlampe, nicht nur das rote Licht, sondern tatsächlich die Lampe, weil es sonst echt zu dunkel ist und man gar nichts sieht. Ja, genau, der Lauf, ja, Laufen ist jetzt ja nicht die Herausforderung für mich im Vergleich zu den anderen zwei Sportarten. Und da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Es lief ganz normal, lief ganz gut. Was ich noch erzählen kann, sind zwei andere Sachen. Zum einen die Radeinheit von gestern habe ich ausgewertet. Ja, da passt wohl einfach meine Herz-Kreislauf-Kapazität nicht zur Radmuskulatur meiner Beine, denn ich hatte nur einen Durchschnittspuls von 117. Also das ist auch schon wieder zu wenig dann. Ja, muss ich mich noch mehr quälen anscheinend beim Radfahren und mehr auf den Puls hören und weniger auf die Beine. Und das andere, kalorientechnisch, genau, da habe ich diese Woche so viel gegessen wie glaube ich noch nie. Was war ja jetzt nicht unbedingt gesunde Kalorien waren, sondern da waren gestern und heute relativ viele Donuts dabei. Natürlich noch nicht so optimale Kalorien, aber gut. Wenigstens mal die Menge geschafft. Aber ich denke, dass ich trotzdem immer noch im negativen Bereich bin, immer noch da bin, dass ich mehr verbraucht habe, als ich zu mir genommen habe. Das werte ich dann aber erst nächste Woche aus. So, und jetzt gehe ich aus den verschwitzten Sachen raus, ziehe mir was Trockenes an und dann rein ins andere Training. Juhu, ich freue mich.